Hallo ihr Lieben, jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum sitzt die da so ungeschminkt? Ja, ich habe ein neues Produkt von Barbara Hoffmann. Der ein oder andere kennt es vielleicht, Barbara Hoffmann bei Beauty Secret. Und zwar habe ich von denen etwas ganz Tolles zum Testen bekommen. Und zwar den Beauty Blender Deluxe. So sieht der aus. So, der ist ganz weich. Also ganz weich nicht, der ist schon relativ fest. Also ich denke mal, da kann man gut das Make-up mit auftragen. Und das Besondere an diesem Make-up-Blender ist, den kann man sowohl für die Foundation verwenden, also für Flüssig-Make-up, als auch zum Abpudern. Und zwar verwendet man einmal diesen Schwamm, die Schwammseite hier, für die Foundation. Und dann hat man hier noch eine beflockte Seite. Die fühlt sich ein bisschen, ja, flauschig an, flauschig. Die ist zum Auftragen vom Puder, wenn man so glänzende Stellen noch im Gesicht hat. Und das zeige ich euch jetzt. Und zwar verwende ich als Foundation von Maybelline Fit Me. Kennt ihr vielleicht auch? Ich bin ganz begeistert davon. Ja, meine Fotografin schimpft immer, weil der die Poren so abdeckt. Aber ich finde ihn toll, weil der gibt keine Ränder, ist ganz ebenmäßig und er verstopft die Poren vor allem auch nicht. Also man sieht die Poren hinterher nicht mehr auf der Nase zum Beispiel. Okay, aber es geht jetzt eigentlich um den Beauty Blender und so, jetzt bin ich gespannt, weil ich verwende ihn auch zum ersten Mal. Der ist noch ganz neu. Und die Haare ein bisschen zur Seite schieben. Okay. Also, dann tragen wir mal ein wenig von dem Make-up auf den Blender auf. Auf die Schwammseite. Ich habe hier auch einen Spiegel eigentlich. Den müsste ich mir nur mal einstellen. Das funktioniert super. Also der saugt ganz wenig von dem Material auf. Hier seht ihr auch, ob Ränder sind. Extra so ins Licht gegangen, dass man das ein bisschen sieht. Ich muss mir mal den Spiegel richtig einstellen, so. Dann kann ich das nämlich im Spiegel machen. Und ihr könnt mir zuschauen. Also, der Schwamm ist ganz toll. Der saugt kaum von dem Make-up was auf und verteilt das gleichmäßig. Also, es ist ideal zum Auftragen von der Foundation. Dadurch, dass der nicht ganz so weich ist, wie gesagt, ups, wird mein Make-up noch alle. So, verteilen wir das gut. Ich zeige euch gleich natürlich auch noch die andere Seite. So. Vielleicht möchte der ein oder andere wissen, welche Farbe ich von der Foundation hier benutze. Die 120 ist das von Maybelline Fit Me. Also man sieht nicht zugekleistert aus, aber trotzdem sind die Poren verschwunden. Hey, und ich hätte nicht gedacht, dass dieser Blender wirklich so super funktioniert. Muss gerade noch mal schauen, dass auch wirklich keine Ränder zu sehen sind. Nein, nichts. Okay. Und dann verwenden wir mal die zweite Seite.
Der Beauty Blender Deluxe hat noch eine beflockte Seite und ich verwende als Puder immer Make-up Factory. Da ist es. Die Farbe Nummer 2. Ich weiß nicht, oder ja, ich glaube, das heißt 2. Es ist also relativ hell. So sieht das jetzt aus, aufgenommen auf dieser beflockten Seite von meinem Puder. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das geht auch ganz toll. Also, das ist. Er ist unglaublich weich und flauschig. In meinem Blog beschreibe ich euch dann auch noch, wie der zu reinigen ist. Das sollte ja auch relativ einfach gehen. So. Ein bisschen abtupfen hier. Jetzt habe ich nämlich einen Fehler gemacht. Also, Puder wird aufgetupft nur. Okay? Und nicht, wie ich das eben gemacht habe. Okay, also nur den Puder auftupfen, weil ansonsten nimmt man die Foundation wieder aus dem Gesicht. Und das wäre ja nicht so toll. Wollen wir ja nicht. Die soll ja da bleiben, wo sie ist. Okay. Habe ich natürlich keinen Vorher-Nachher-Effekt für euch, das tut mir ein bisschen leid. Aber falls ihr jetzt noch sehen wollt, womit ich mich weiter schminke, ich drehe gleich noch ein Video und zwar zu einer Wimperntusche, einer ganz tollen für dramatische Wimpern. Ich kann euch ja schon mal so viel verraten. Best Lash heißt das Produkt. Und ja, klickt euch mal durch meine Videos. Vielleicht findet ihr das. Ich würde mich freuen. Und natürlich den Blogbeitrag zu dem Beauty Blender Deluxe. Den verlinke ich euch unter dem Beitrag hier. Dann klickt euch mal auf meinen Blog und dann schreibe ich euch noch, was der so kostet und wo ihr den bekommen könnt. Verlinke ich euch. Ich finde den gar nicht so teuer. 12,99 €. Und das ist ein tolles Produkt. Und wie gesagt, ich werde euch noch informieren, wie der sich reinigen lässt. Also bis dahin, ciao.